Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,2 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, auf der Suche nach einer sehr kompakten Kamera, die ich als Ergänzung zu meiner EOS 550D nutzen will, bin ich nach längerer Suche bei der EXOS 115 gelandet. Sie entspricht im Großen und Ganzen meinen Vorstellungen, klein und kompakt, weniger als 12 MP, 28 mm Weitwinkel, Offenblende F2, 8 im Weitwinkel, optischer Bildstabilisator, HD-Video. Die Bildqualität sollte natürlich auch nicht schlecht sein. Lieferumfang Akku USB-Kabel, Cinch-Kabel, Handschlaufe, Handbuch. Handbuch und Softwerkverarbeitung und Größe. Die EXOS 115HS ist sehr klein und kompakt und besteht nahezu komplett aus Metall. Die Kamera wirkt sehr wertig und stabil. Trotz der kleinen Größe liegt sie noch akzeptabel in der Hand. Bedienung. Die EXOS bietet wie die meisten Kompaktkameras kaum direkte Wahltasten. Dadurch muss man die meisten Einstellungen tief im Menü suchen. Direkt über das Steuerkreuz lassen sich nur die Belichtungskorrektur, der Blitz, das Display und der Fokusmodus aufrufen. Ein sehr gutes Feature für alle Filmer. Videos lassen sich aus dem Fotomodus über einen Extra-Button sofort starten. Der Play-Modus sowie das Menü können ebenfalls über Tasten aufgerufen werden. Die Tasten selbst sind alle sehr klein, für große Hände zu klein. Eine entspannte Bedienung dürfte für viele dadurch kaum möglich sein. In Anbetracht der Tatsache, dass die Kamera sehr kompakt ist und große Tasten kaum zu realisieren sind, möchte ich dies allerdings nur als kleinen Kritikpunkt werten. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.